Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning im Remaster. Und wir sind hier an dem Ort des letzten Kampfes. Hier nach dem Neuladen, waren hier diese Leichen immer noch zu sehen. Finde ich gut, dass das hier so passiert. Und ich hatte nach dem Ende des letzten Parts, hatte ich ihn nochmal angesprochen, den NPC, den wir zuletzt kennengelernt haben hier, Agard. Und er hatte doch noch einiges zu sagen, das möchte ich natürlich euch nicht vorenthalten. Deswegen hören wir uns das jetzt nochmal gemeinsam an, bevor es dann zum nächsten Ziel geht. Ihr seid also noch hier, hm? Ihr könnt euch wohl nicht entscheiden, ob ihr wissen wollt, was die Karten zu sagen haben, richtig? Einst war ich Agard, der Unbeugsame, die Klinge von Avgrun. Ich habe die Kolossuspriesterin niedergerungen und die Ritterschaft ausgeschlagen, die mir der Hochkönig der Feien anbot. Ich war ein Held der Menschen. Doch das genügte mir nicht. Ich schloss mich den Schicksalswebern an, um einen Weg zu finden, die Vorsehung selbst zu bezwingen. Ich musste allerdings erkennen, dass sie das Einzige war, was ich nicht bekämpfen konnte. Ihr findet Ardens kleine Karte mitten in Yolvan. Er musste dorthin ziehen, nachdem er aus dem Dorf gejagt wurde. Er ist ein verdammt guter Schicksalsweber. Aber man macht sich dadurch nicht unbedingt beliebt. Vor allem nicht in dunklen Zeiten wie diesen. Hughes war schon immer ein seltsamer Kerl. Natürlich war er ebenso neugierig und entschlossen wie alle anderen seines Volkes auch. Er konnte ununterbrochen über seine Arbeit reden. Aber er wusste auch immer, was wirklich wichtig ist. Er hatte keine Angst vor dem Tod, solange er sich nur sicher sein konnte, dass der Quell funktioniert. Wir alle sind Fäden im Gewebe des Schicksals, abgemessen, eingewoben und zurechtgeschnitten, um in einen Gesamtentwurf zu passen. Die Aufgabe der Schicksalsweber ist es, diese Fäden zu deuten. Unser Titel war immer eine grausame Lüge, denn wir haben keinerlei Kontrolle darüber, welche Form das Gewebe annimmt. Ihr jedoch schon. Und wenn ein Schicksalsweber euren Platz im Gewebe betrachtet, dann sieht er nur die Umrisse dessen, wozu euch eure Entscheidungen machen könnten. Was könnte das alles nur bedeuten? Ja, das ist die große Frage. Und Agard hat uns ja in der letzten Folge an Arden verwiesen. Jetzt haben wir nochmal gehört, dieser Arden ist ebenfalls ein Schicksalsweber. Und wir machen uns auf den Weg. Das ist die nächste Quest. Ins Licht heißt die Quest. Die erste haben wir abgeschlossen. Aus dem Dunkeln, wir sind entkommen. Und nun geht es hier, in den nächsten Ort, Stadt, irgendwas. Neue Quest. Die Legende vom toten Kehl. Erhalten Rekrutierungsschreiben. Einfach so ein Schreiben erhalten. Rekrutierungsschreiben der Flotte von Alfar. Diese offizielle Verlautbarung scheint von Mitgliedern der Handelsflotte von Alfar zu stammen. Sie ist eine Aufforderung, nach Rathier zu kommen. Meldet euch in Rathier, so höret, ihr unerschrockenen Reisenden, erfahrenen Abenteurer und tapferen Männer und Frauen von Amalur. Im Frostbruchmeer treibt ein Teufel sein Unwesen. Der tote Kehl ist zurückgekehrt und seine Mannschaft der Gehängten hinterlässt eine blutige Spur. Wollt ihr das zulassen? Die Handelsflotte der Alfar sucht nach furchtlosen Seelen für die Jagd auf den Piratenkönig. Zögert nicht, zieht eure Schwerter, setzt die Segel, nehmt Kurs auf den Ruhm. Kommt noch heute nach Rathier. Also, da bekommt man einfach so, mir nichts, dir nichts, ein Schreiben in den Rucksack. Ja, wir haben alles am Start, wir merken uns das. Und verfolgen eins nach dem anderen. Sonderlieferung. Nutzen. Dalentarstein. In allen Liedern, allen Sagen gibt es viele große Taten, doch größer als die ihren nicht. Olaine, die Reine, die Lady des Lichts, Ritterin des goldenen Astes, Heilungssuchende, Gewissen der Sommerfeien, Herz des Frühlings, des Tags, so ihre Weihen.
Das hat der Stein aber schön gesagt, oder? Goldmünzen. Das ist doch genau das Richtige. Ich bin schon gespannt, was der erste Händler im Spiel hier alles so in seinem Programm hat. In seinem Laden hat. Und ob wir vielleicht das rostige Schwert, das wir ja in Folge 1 gefunden haben, gleich austauschen können. Gegen ein stärkeres. Das wäre ganz schön. Bist du böse oder bist du brav? Na, er tut nichts. Dann lassen wir ihn auch. So, schon einige Pflanzen geerntet hier auf dem Weg. Gucken, wo wir die irgendwann mal verwenden können oder wozu. So, kurzer Blick auf das erste Dorf im Spiel. Alles friedlich. So sieht es zumindest aus. Tretet einfach alle zurück. Der Dorfvogt kann nicht arbeiten, wenn ihr euch so zusammendrängt. Geht wieder euren eigenen Angelegenheiten nach. Na los! Verdammte Rote Legion. Hey Kumpel, was war da los? Mel-Senshir wird niemals fallen. Seid ihr neu in Gorhard? Kann man sagen. Ich wünschte, das Dorf läge weiter von Agnur Fahal entfernt. Also, wir sind in Gorhard. Und reden mit Evin Radgar. Geht weiter. Diese Angelegenheit betrifft euch nicht. Wenn ihr nicht zufällig ein ausgewiesener Experte für Fein seid, schlage ich vor, dass ihr euch auf den Weg macht. Ihr solltet euch die Rote Legion in der Gegend ist. Sie sind Banditen, wenn auch keine gewöhnlichen. Ihr habt doch bestimmt schon von Idvard gehört, dem Roten Tod. Es heißt, er trinke das Blut seiner Gefangenen und verzehre ihre Seelen. Aber vielleicht sind das auch alles nur Gerüchte. Solange ihr innerhalb des Dorfes bleibt, solltet ihr in Sicherheit sein. Wenn ihr aber die Grenzen Gorhards verlasst, liegt euer Leben nur noch in eurer Hand. Tja, danke für die Warnung. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber das Tor von St. Odwig wurde geschlossen nur wenige Augenblicke, bevor diese Feier auf der Straße aufgetaucht ist. Mir gefällt nicht, worauf das hindeutet. Es gefällt mir überhaupt nicht. Ihr wollt wissen, was sie sind? Ich bin mir nicht sicher, aber sie sind schon länger hier, als sich irgendeiner von uns vorstellen kann. Sie sind älter als die Bäume. Wie sollte es auch anders sein? Sie haben sie immerhin gepflanzt. Menschen und Unsterbliche können nicht in Frieden miteinander leben, zumindest nicht ewig. Der Friede zwischen uns und dem Hof des Sommers ist unnatürlich. Das ist meine Meinung. Man könnte ihn eine Nation der Feen nennen. Eine von zwei vereinten Gruppierungen, die über ihre Art herrschen. Der Hof des Sommers ist nicht unbedingt ein Verbündeter, aber er lässt uns in Frieden. Zumindest meistens. Es sind die anderen Feien, der Hof des Winters, die gefürchteten Tuatha hervorbrachten. Einen Clan aus Mördern, der sämtliche Sterblichen unterwerfen und versklaven will. Also merken, Hof des Winters, das sind die Bösen, die Tuatha. Kristallkrieg haben wir noch nicht gehört. Ihr wollt mich zum Narren halten, was? Das hoffe ich zumindest. Schon seit 10 Jahren befinden sich die Sterblichen und die Tuatha in einer tödlichen Umarmung. Normalerweise würde ich dieses Blutvergießen verurteilen. Aber wir können es uns nicht leisten, diesen Krieg zu verlieren. Die Brüder in St. Odwig sind sonderbare Leute. Sie huschen in der Mission herum wie Eichhörnchen auf der Suche nach Nüssen. Ich frage mich, was hinter diesen verschlossenen Türen vor sich geht. Bestimmt etwas Geheimnisvolles. Also unser Ziel ist ja eigentlich der Kreis, aber natürlich fragen wir gleich mal hier, ob wir irgendwas tun können. Die Zugehörigkeit zu einem Volk ist mir gleichgültig. Es ist immer tragisch, wenn jemand derart angefallen wird. Seht euch die arme Kreatur nur an. Sie wurde fast totgeprügelt. Die Feien mögen seltsam sein, aber so etwas haben sie mit Sicherheit nicht verdient. Sie wurde anscheinend mit irgendeiner kurzen Klinge angegriffen. Wahrscheinlich mit einem Dolch, obwohl ich das unmöglich mit Sicherheit sagen kann. Die Leute standen einfach daneben, als sie um Hilfe gerufen hat.
Keiner hat einen Finger gerührt. Könnt ihr euch das vorstellen? Nein. Es ist eine Schande, jemand anderen so zu behandeln. Auch wenn er zu den Feien gehört. Ich weiß nicht, ob unser Können ausreicht, um so eine Wunde zu behandeln. Ich weiß offen gestanden nicht mal, ob mir das bei einem Sterblichen gelänge. Nun, da seid ihr der Einzige. Nach all den Problemen, mit denen wir hier zu kämpfen hatten, haben die Leute keine Kraft mehr und ignorieren lieber alles. Ich möchte einen Vorschlag machen, der etwas ungewöhnlich ist. Es gibt da eine Feie namens Eri. Sie verbringt ihre Tage auf dem Hügel über dem Dorf. Bittet um ihre Hilfe. Ich würde es ja selbst machen, aber ich bin ein Feigling. So einfach ist das. Vielleicht weiß eine Feie, wie man eine Feie heilt. Falls nicht, stehen wir wieder am Anfang. Sie verbringt ihre Tage auf dem Hügel über dem Dorf. Sie glaubt, wir sind uns ihrer Anwesenheit nicht bewusst, aber das sind wir sehr wohl. Ich hoffe, ihr bleibt ein wenig im Dorf. Okay, kurze Planänderung. Also, bevor wir zum Hauptziel gehen, wir können sie nicht einfach hier liegen lassen. Das machen wir nicht. Verfolgen wir also diese Quest und versuchen ihr hier zu helfen. ins Licht ist ja die Hauptquest und jetzt gucken wir mal. Genau, hier Brücken bauen. Die nehmen wir auf jeden Fall jetzt mal an. Denn bevor wir uns hier im Dorf weiter umgucken und machen und tun, also das möchte ich nicht, während hier sich eine Frau in Richtung des Todes windet. Deswegen. Wo ist die Ordnung, die Mitaru uns gegeben hat? Ich sehe keine Ordnung in der Verschleierung der Wahrheit. Das ist Chaos. Das ist, was die Mission fürchtet. Die Feien sind nicht unsere Feinde. Man sollte stattdessen lieber die meiden, die uns mit ihren Lügen aufhetzen wollen. Und dazu gehören die Brüder von St. Ludwig. Was ihr auch tut, meidet die Mönche von St. Ludwig. Sie lügen und verbreiten falsche Lehren. Ihr Licht der Hoffnung taucht euch in Schatten. Irgendjemand aus diesem Dorf hat ihr Unrecht getan. Aber ich verstehe, wie es dazu kommen konnte. So wie sich Gorhard darstellt, sollte man eigentlich annehmen, dass es ein netter Ort ist. Man darf eben niemals dem Schein vertrauen. Also, wir stets auf der Hut. Werden es noch herausfinden, ob hier wirklich etwas Merkwürdiges hinter den Toren oder bei den Brüdern geschieht. Aber zuerst wollen wir hier, wie gesagt, der kranken Frau einmal helfen, sie heilen und dann befassen wir uns mit neuen und anderen Tätigkeiten beziehungsweise suchen Arden, den Lichtweber. Willkommen in der Mission von St. Ote. Ich würde euch ja hereinbitten, aber unser Orden war in der Vergangenheit zu vertrauensselig. Wir versuchen, aus unseren Fehlern zu lernen. Obwohl, man weiß ja nie, ob man nicht gerade einer Prüfung des Glaubens unterzogen wird. Ihr kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ich Hilfe benötige. Vielleicht ist das ja Mitarus Werk. Wir von St. Ludwig arbeiten seit Jahren daran, uns auf diesem Hügel zu etablieren. Es gab dabei einige Rückschläge. Der Ruf der feinen Lande erreicht nicht nur taube Ohren und viele unserer Jüngsten sind nicht stark genug, ihm zu widerstehen. Nehmt zum Beispiel Bruder Egan. Vor 2 Nächten sollte Egan draußen Feuerholz holen. Er ist bisher nicht zurückgekehrt. Wir müssen ihn finden, bevor ihm etwas zustößt. Tja, wenn ich es wüsste, ob es einen anderen Weg gibt, das Wegezeichen war ja in Richtung hinter des Tores hier. Deswegen denke ich, können wir nur diese Feier erreichen, wenn er das Tor aufmacht und dann die andere Quest lösen. Also so scheint es zumindest. Ich habe nicht gesehen, dass wir jetzt links irgendwie hochgehen können. Deswegen helfen wir ihm erstmal in der Hoffnung, dass er uns danach hier Eintritt gewährt. Mitaru sei gesegnet. Sein Befehl steht über allem. Bruder Egan wurde zuletzt nordöstlich von hier gesehen. Abseits der Straße bei den Feienruinen. Bitte findet ihn. Vielleicht können wir euch dann mit offenen Armen bei uns aufnehmen.
Egan wurde zuletzt im Wald außerhalb der Mauern gesehen. Direkt nördlich des... Möge Mitaru euch beschützen. Okay. Erst nochmal ein kurzer Kontrollblick. Aber nein. Nein, hier ist alles dicht gewesen. Von daher... gucken wir nochmal. Brücken bauen. Brücken bauen ist noch aktiv, aktuell. Haru glaubt an Gerechtigkeit, an Gleichheit, an Ordnung. Was ist das für eine Ordnung, bei der wenige die vielen unterjochen? Ermüden euch die Halben. Das kann nicht sein. Glaubenskrise. Wahrheiten dieser weisen Männer ebenso wie mich? Ich habe ihren Gebeten schon zu lange zugehört. Andere Stimmen verdienen es auch, gehört zu werden. So, ich hoffe, das war's jetzt. Und ich hoffe, wir finden den Bruder. Es wird dunkel und neblig. Und es sind Banditen in der Umgebung. Ich glaube, wir stellen den Schwierigkeitsgrad hoch, wenn wir, sobald wir ein anderes Schwert gekauft haben. Aktuell, wie gesagt, spielen wir hier auf normal. So, und jetzt verschwindet das Zeichen, also die Richtung. Richtungsanzeige verschwindet auf einmal. Aber hier sind wir richtig, ganz genau. Ich gucke gerade die ganze Zeit auf die Karte. Und hier scheinen auch Banditen zu sein. Anscheinend ist er überfallen worden. Wer bist du denn? Ein Bogard. Hey, du wirst gesucht. Bruder Egan. Ja? Was sollte ein sterblicher Vagabund von Kasmaran dem Ewigen wollen? Dem Boten des Feienvolks. Sprecht! Meine Zeit mag ewig sein, aber wertvoll ist sie dennoch. Wartet! Vater Dünwell schickt euch, nicht wahr? Der alte Narr. Ganz recht. Sein Weg zur Macht war zu mühsam und jetzt will er mich auch bremsen. Ich habe neue Freunde. Feienfreunde. Sie heißen Finna und Arbos und sie haben geschworen, ihre Geheimnisse mit mir zu teilen und mir wahre Magie zu schenken. Sie wollen dafür einen alten Schatz, der in den Höhlen des Wasserhallengrundes vergraben ist. Ich werde ihn holen. Irgendwann, sobald ich... sobald mir danach ist. Wo sind Finna und Arbos? Ohne mich werdet ihr sterben. Viel Glück. Naja, also ich sag mal so. Wenn wir uns Eintritt verschaffen wollen, dann sollten wir ihn lebendig zurückbringen. Tja, dann... Also gut, wenn ihr so edel sein wollt, aber rechnet nicht mit einem Anteil des Schatzes. Das ist mein Schlüssel zu einer mächtigen neuen Zukunft. Einer Zukunft voller Magie und Wunder. Gehen wir. Er liegt in den Höhlen des Wasserhallengrundes, einer Zuflucht der wilden Feen. Man sieht sich. Ja, von wegen, ich komm mit. Tja, man merkt schon, die Quests sind wirklich miteinander verwoben. Und man merkt, es ist wirklich ein sehr, sehr storyträchtiges Spiel. Wer bist du denn schon wieder? Ein Wicht. Ja.
Check this out. Das ist so aufregend. Ja, sei froh, dass wir am Start sind hier. Was ist denn hier los? Eingeborene? Verkleidete Bogarts. Das nehmen wir mit. Anscheinend gibt es hier unterschiedliche Rassen von Bogarts. Oder Klassen. Und da sind wir schon. Wasserhallengrund. Es geht wieder unter die Erde. Es gibt 4 Arten von Gemmen und Fassungen. Waffen, Rüstung und da verließen sie ihn. Also hoffentlich finden wir den Schatz. Wenn wir weitergehen, bleib bitte in meiner Nähe. Ich verfüge über keinen nennenswerten Mut, ehrlich. Ihr könnt gerne Vater Dünnwell fragen. Aber Hauptsache alleine hier in die Höhle wollen. Laut Legende hat sich der große Feinmagier Aman der Gerissene in diese Höhlen zurückgezogen, um seine Schätze vor den Sterblichen zu verbergen. Darunter war auch der Selki-Schleier. Der Selki-Schleier. Was das wohl ist? Man sieht sich. Hier geblieben. Man sieht sich. So, kurz mal gucken und lauern, ob hier irgendwas ist. Eine Kiste vielleicht? Nein. Was ist das hier? Plündern, Haufen. Also, man kann Haufen plündern. Ulmenholzstab, guck mal hier. Das schauen wir uns mal an, oder? Es gibt also kleine Haufen hier in der Gegend, die gelootet werden wollen. Da gucken wir mal, ob der, wie der Stab ist. Und der ist deutlich stärker. Schaut mal hier. Unser erster Stab. 17 und der macht 39 Schaden. Ah, erfordert Stufe 3. Okay, aber das dauert nicht mehr lange, bis wir Stufe 3 sind. Haben wir den Stab schon mal. Und sobald wir Stufe 3 sind, wechseln wir die Sekundärwaffe. Kommt her, Bogarts. Ich habe noch ein rostiges Schwert. Und ein Level 17 Stab. Und wie wir achten. War da wieder ein Haufen? Eisenlangschwert. Du hast einen Hammer erhalten. Hämmer sind Kriegerwaffen, die sich perfekt auf einen Gegner zu zerschmettern und zum Boden zu schleudern. Also, alle paar Meter hier jetzt erstmal Zeugs. Eisenschwert 15. Ja, immerhin, ne? Können wir das rostige Landschwert weglegen? Normales Eisenschwert ist doch gut. 53 erfordert Stufe 2. Ach, wir sind immer noch Stufe 1? Anscheinend. Na gut, immerhin ein neues Schwert. Ich glaube, da hinten ist ein Skelett. Scheiße, was ist das denn? Oh, wo führst du mich hin? Hier sind überall Fallen. ...486 Goldmünzen und Amans Schlüssel Herbst. Nehmen wir. Gelobt sei das neue Eisenschwert. Habe ich mein Schwert dabei. So, ein bisschen Feuer zum Nachwürzen. Ja, zum Glück haben wir auch unser Schwert dabei. Regenzien.
Also, dieser kleine Ausritt hier hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Zu Beginn des Spiels fast 500 Goldmünzen. Das ist wirklich eine Menge. Ich glaube, die Elfis haben eine ganz gute Feuerresistenz, oder? Die ersten beiden Stöße hat er richtig gut verpacken können. Also lieber zum Schwert greifen. Abstand! Abstand! Komm, Bruder, wir haben es fast. Vor allen Dingen haben wir schon das Ziel gefunden. Was sagst du jetzt? Hey! Hau nicht einfach ab. Das hat er doch gesucht hier. Genau das hat er doch gesucht. Wir gönnen uns mal ein bisschen Heilung zwischendurch. Einfacher Heiltrank. Schonungslose Dolche, Ring der Ausbesserung. Okay, ist der Ring besser als unser Ring? Knappes Ring plus 5 Leben, den haben wir angelegt. Blutungsresistenz, nee, dann behalten wir erstmal knappes Ring. Aber er ist noch nicht fertig. Ich dachte, wir hätten alles gefunden. Ah, er geht raus. Okay. Wollte gerade sagen, wir haben doch genau das gefunden, was er gesucht hat. Mal gucken, ob er das Gold fordert oder was er jetzt sagt. Wir behalten die Kohle, oder? Ich würde sagen, wir behalten sie. Sei vorsichtig, wenn du den Besitz anderer an dich nimmst, Zivilisten angreifst oder Orte betrittst, an denen du nichts verloren hast. Wirst du dabei gesehen, könnten die Leute, ja, verstanden, da böse werden, oder? Oder dich verfolgen. Während die Lichtfeinde das Wachstum repräsentieren, verkörpern und so weiter. Wir werden es noch öfter lesen. So, und er ist wirklich fix unterwegs da. Bandit der Roten Legion. Ach, hier sind die Banditen, von denen gesprochen haben. Alles nehmen. Hey, lass den Bruder in Ruhe. Der Bruder darf nicht sterben. Sonst kommen wir nicht in den Orden rein. Vergiss nicht, L2 und R1 gedrückt zu halten, um den... Ah, richtig, ja. Danke für die Erinnerung. Ich habe es wirklich vergessen jetzt gerade. Es ist aber auch was los hier in dem Spiel, oder? Alle 3 Meter. Dann würde ich sagen, aktivieren wir den mal. Und das sollten wir auf jeden Fall öfter machen. Das geht aber nicht so oft. Nein. Muss ich erst wieder aufladen? Lass mich noch mal kurz hier looten, mein Freund. Wir wollen nichts verkommen lassen hier. 15 Gold. Das war das. Karren plündern. Bin gespannt, ob man hier irgendwie ein Limit hat an Sachen, die man einsammeln kann. Oder das sozusagen grenzenlos ist. Ich finde es ja manchmal so ein bisschen nervig, wenn man in Rollenspielen
sammelt und dann irgendwie ist der Rucksack schon nach kurzer Zeit voll. Aber wir werden sehen. Das sind alles Dinge, die werden wir über kurz oder lang hier erfahren. Bis jetzt noch keine Anzeichen von Überfüllung. So, komm. Lass uns zurückgehen. Durchsuchen stand da. Goldmünzen. Trübe Magieschärpe. Wer weiß, wozu die gut ist. Zack. Also, der Bruder, der ist wirklich schnell unterwegs. Bruder Egan. Arbos und Finna warten bestimmt schon. Kommt, ihr Lager ist nicht weit. Finna und Arbos haben ihr Lager in den alten Feyenruinen. Dann auf bald. Okay, oh, wer bist du? Was ist denn das? Unser kleiner Egan hat einen Freund gefunden. Ich habe so das Gefühl, als könnte daraus ein Problem erwachsen. Offensichtlich. Jeder, der schon mal eine Feier gesehen hat, würde das bemerken. Doch anders als bei dem kleinen Egan hier hausen in eurem Kopf nicht bloß Fantasien. Die Feienlande bieten fruchtbaren Boden für Spiele. Ihre Einwohner sind so einfältig, dass ihr euch ohne jede Mühe die Taschen füllen könnt. Werdet ihr uns geben, was rechtmäßig uns gehört, oder müssen wir ein neues Spiel beginnen? Mein Bruder und ich sind stets bereit zum Spielen. Wir geben den Schleier nicht ab. Wir müssen erstmal genau rausfinden, was der zu bedeuten hat. Verflucht? Anscheinend kennt ihr euch mit Unglück gut aus. Behaltet den Schleier. Es gibt noch andere Schätze in den Feienlanden. So aber ist schön. Aber unsere Wege sollten sich besser nicht wieder kreuzen. Sonst fügt mein Bruder euren Narben eine neue hinzu. Ich wusste es nicht. Woher auch? Bevor ich nach Gorhard kam, kannte ich niemanden außerhalb meiner Familie. Alles war so neu, so magisch. Haltet ihr mich für einen Narren? Und Vater Dünnwell, kommt, gehen wir zurück zur Mission. Na, endlich. Ich muss bei vielen um Verzeihung bitten. Ja. Man sieht sich. Ja. Er immer mit seinem Mann sieht sich. Wir bleiben doch mal dran. Komm. Wir laufen zusammen zurück. Man sieht sich. Wie wäre es mit einem Danke, dass ich deinen Hintern gerettet habe? Aber er legt sich ja ständig mit Bogarts an. Tatsächlich vermisst. So, was ist das denn eigentlich hier für ein Gerät? Also diese Spezialanzeige, das ist wohl die mittlere, oben links, ja, und man kann sie erst aktivieren, wenn sie voll ist. Ich habe es gerade nochmal versucht. Tja, Bruder, sollen wir mal versuchen, hier diesen Einwohner... Nein, noch nicht. Irgendwann später. Außerdem, das war, glaube ich, derselbe, den wir schon mal gesehen haben und der friedlich gewesen ist, von daher lassen wir ihn mal leben. Das ist nur ein Licht. Weiter geht's und wir sind zurück. Im Dorf. Endlich. Und die Tür schon auf? Es ist nicht weit. Müssen wir zur Mission zurückkehren? Mich dürstet nach Abenteuer, Magie und Macht. Obwohl... Eigentlich machen mir all diese Dinge Angst. Vielleicht ist es am besten so. Diese neue Welt ist gefährlicher, als ich erwartet hatte, und ich habe seit Tagen nichts gegessen. Dann auf bald. Okay. Also, wir sind drin. Und jetzt kontrollieren wir noch mal kurz, ob wir die andere Quest jetzt aktivieren können. Die ist erledigt sozusagen. Und hier müssen wir ja der Maid helfen. So.
Genau, und jetzt sind wir richtig. Jetzt können wir hier auch weiter. Wie erwartet, wunderbar. Es läuft. Wir sind auf dem richtigen Weg. Dietrich, Schwierigkeitsgrad sehr leicht. Talente, Schlösserkunde 0. Dietrich, aufbrechen 10%. Versuchen wir es mal. Wie funktioniert das denn? Verwende R, um den Winkel des Dietrichs anzupassen. Ach hier, okay, das ist rechts. Verwende L, um den Schieber zu bewegen. Bisschen mehr nach links. Na, wer sagt's denn? Medaillon des Eisschildes. Nehmen wir mit. Ja, liebe Leute, würde ich sagen, die Ereignisse überschlagen sich. Es geht in Kürze weiter hier mit Kingdoms of... Bei Mitaru. Amalur. Egan ist wieder da. Was euch betrifft, ihr habt meiner Bitte Folge geleistet und dafür ist euch St. Odwig auf ewig dankbar. Betrachtet diese magere Belohnung als Spende für eure Sache, denn ich bin sicher, dass es eine aufrechte ist. Erhalten stärkende Dolche. Na, mein Freund? Ja, wir kennen uns. Gemeistert, Glaubenskrise. Also, der richtige Moment für eine kurze Pause. Und wie gesagt, in Kürze geht's hier mit der nächsten Folge weiter. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao.